Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Frank Rieger, das ist Ron. Wir wollen heute ein wenig über einen etwas vernachlässigten Aspekt des ganzen Sicherheitsthemas sprechen, nämlich die zeitliche Dimension von Sicherheit. Sicherheit kennt man ja, man spielt Patches ein, man guckt irgendwie auf die entsprechenden Mailinglisten und das muss man halt so gelegentlich tun und irgendwie hat man sich ja möglicherweise auch schon daran gewöhnt und meistens macht man es dann doch nicht, weil es gerade zu aufwendig ist oder der Patch nicht passt. Aber so prinzipiell denkt man sich doch, naja, wenn man so ein System so halbwegs sicher installiert hat, dann ist es zumindest schon mal für eine Weile sicher. Oder? Genau, und dann mit dem Rest, darum kümmert sich der Update-Button oder so ähnlich. Und dieses kurze Window of Opportunity, ist das nicht laut genug, echt nicht? Jetzt? Jetzt gut? Okay. Das kurze Window of Opportunity kennen wir auch aus der Fachliteratur ziemlich gut. Diese Vulnerability-Geschichte, Window of Opportunity für den Angreifer und so weiter, nämlich die Zeit zwischen der Verfügbarkeit eines Exploits und der Implementierung des Fixes. Wenn man sich so anguckt, wie so eine Möglichkeit, einen Computer anzugreifen, entsteht, beruht die in der Regel auf einer Verwundbarkeit des Systems, der englische Begriff Vulnerability. Auf der Basis dieser Verwundbarkeit ist es möglich, einen Exploit zu schreiben, mit dem man das System angreifen kann. Die Information darüber, dass ein System verwundbar ist oder nicht, kann entweder öffentlich sein oder nicht. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass jemand, der eine Verwundbarkeit nicht öffentlich macht, natürlich eine gewisse Macht akkumuliert. Er ist in der Lage, Systeme zumindest potenziell anzugreifen, von denen andere Leute nicht mal wissen, dass sie angreifbar sind. Genau, deswegen sind solche Vorträge über, was kann ich eigentlich mit meinen Druckern im Netzwerk anfangen, echt wichtig. Haben wir ja heute schon gelaufen. Ich denke, die Grafik ist leicht zu verstehen. Was wichtig ist, ist halt, was man häufig in der Presse oder womit es häufig losgeht in der Presse, ist, dass eine Verwundbarkeit öffentlich gemacht wird. Auch dann, wenn ein Exploit noch nicht vorhanden ist, was erstmal natürlich für Panik sorgt und dann dafür für dieses Problem, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich brauche einen Workaround, ich muss irgendwelche Ports dicht machen, ich muss Systeme abschalten, ich muss Kommunikation unterbinden und so weiter. Das sind ja so Möglichkeiten, die man dann hat, sozusagen dafür zu sorgen, dass, falls es einen Exploit schon geben sollte, trotzdem ein bisschen Sicherheit herzustellen. Was wir auch immer, also was jeder, der sich mal ein bisschen mit Computersicherheit auseinandergesetzt hat und mal ein paar Tests gemacht hat bei seinen Rechnern oder bei den Rechnern in seiner Firma oder bei anderen Firmen, schnell feststellt, ist, dass dieses Window of Opportunity hier tatsächlich erst dann geschlossen ist, nicht wenn der Fix irgendwie vorhanden ist, sondern wenn er auch implementiert worden ist. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, den Code Red, ein Wurm, der tatsächlich irgendwie durch die Presse gegangen ist, der in der Bild-Zeitung erwähnt war und so weiter und so fort, der auf einer Verwundbarkeit des Systems beruhte, die weithin publiziert ist, für die es Patches bis zum Abwinken gibt, die sozusagen mittlerweile zur Grundausbildung für Systemadministratoren gehört, die irgendwie solche verwundbaren Systeme pflegen. Und es gibt immer noch Computer da draußen, die dafür verwundbar sind. Der Grund dafür ist, Patches werden nicht eingespielt. Einmal, Patches werden nicht eingespielt bei Systemen, die schon da sind. Und dann, Systeme werden neu aufgesetzt. Also ein System, das mal gepatcht war, funktioniert irgendwann nicht mehr, weil die zerbröseln dann ja irgendwann und dann werden sie neu aufgesetzt und dann werden eben nicht alle Patches eingespielt. Das heißt, selbst an Stellen, wo mal Sicherheit in Anführungsstrichen hergestellt war, durch das Einspielen von Patches, entstehen wieder Verwundbarkeiten dadurch, dass downgegradet wird, indem man neu installiert. Also neu installieren zum Beispiel von, sagen wir mal, einem typischen Windows-Betriebssystem führt in der Regel dazu, dass zwar sicherlich einige der Probleme, die in den vorhergehenden Versionen vorhanden waren, gefixt sind durch die neue Version, aber dass möglicherweise auch Probleme, die schon durch Workarounds oder Patches gefixt wurden, wieder offen sind. Es kann durchaus sein, zum Beispiel, dass ein Workaround nur eine Änderung der Konfiguration gegenüber der Default-Konfiguration bedeutet hat. Das heißt also zum Beispiel, dass ein Port dicht gemacht wurde auf einem Service, den man ohnehin nicht benötigt hat. Wenn man wieder das System neu aufsetzt, ist dieses Konfigurationsdetail weg, ist es möglicherweise nicht dokumentiert worden oder es hat irgendein anderer Admin oder irgendein Consultant gemacht und schon ist das Problem wieder da und niemand weiß davon. Genau, ich denke, jeder kennt das von sich zu Hause privat. Irgendwie die 23.000 Änderungen in der Registry, die man irgendwie durchgeführt hat,
zu machen. Die hat man dann meistens nicht mehr parat, wenn man irgendwie das neue Windows installiert. Ja, gut. Kritischer wird die Sache natürlich noch, wenn die Information bzw. der Exploit nicht öffentlich ist. Das heißt also, wenn man die Chance nicht mal hat, weil der Exploit halt schlicht geheim gehalten wird. Es gibt irgendwie mehrere Gruppen, von denen auch einige hier sind, die halt irgendwie viel Spaß daran haben, Private Exploits zu schreiben, die nicht zu publizieren und vielleicht auch nur gelegentlich zu benutzen. Insofern nur die öffentlichen Quellen zu können, hilft in der Regel nicht vollständig. Ja, genau. Also für den Betrachter ohne Inside Sources, jemand, der nicht weiß, ob es Exploit gibt oder nicht, der hat als Verwundbarkeitszeitfenster nur diese Zeit zwischen veröffentlichter Verwundbarkeit und Implementation von veröffentlichtem Fix. Heutzutage ist es ja so weit, dass man, aber da kommen wir noch zu. Das Attack Window, was passiert dann innerhalb dieses Verwundbarkeitsfensters? Auf der Angreiferseite, ich denke, die Dinge sind mehr oder weniger bekannt, was man da so macht, wenn man irgendwo rein will. Man sammelt Informationen über die Systeme, die vorhanden sind, über die Netzwerkanbindung von Systemen. Man besorgt sich oder verschafft sich oder weiß einfach nur die richtigen Adressen, um entsprechend Netzwerkzugriff zu erlangen. Erforscht dann weiter die Netzwerkstruktur, entdeckt irgendwelche Schwächen aufgrund von entweder Insiderwissen oder weil man einfach die Third Warnings liest oder auf den entsprechenden Mailinglisten abonniert ist und erzeugt dann entweder Schaden oder verwendet diese Informationen weiter, um weiter Informationen zu sammeln und um diesen Kreislauf zu wiederholen. Was hier immer so natürlich der springende Punkt aus Sicht des Verteidigers ist, ist dieser Zeitpunkt hier oder dieser Kreislauf kann ewig laufen. Ja, also wenn einer zu viel Zeit hat, dann kann er natürlich unglaublich viel in dieses Informationen sammeln, Schwächen entdecken und ausnutzen, investieren. Und letztendlich muss man als Administrator heutzutage immer damit rechnen, dass es auch einen gibt, der das tut. Weil ne, auf der einen Seite ist man selbst und auf der anderen Seite ist das ganze böse Internet. Spannend ist auch, sich anzugucken, was eigentlich auf der anderen Seite passieren kann. Diese Attack Detection Window, ich meine, auf der anderen Seite habe ich natürlich jemanden, der vielleicht ein Netz verteidigt. Und damit kennt ihr euch vielleicht auch ein bisschen aus, wenn es nur darum geht, den eigenen Rechner sicher zu machen oder das Heimnetzwerk oder das Firmennetzwerk und ähnliches. Dann geht ja dieser Zyklus, oh, ich glaube, da greift mich einer an, immer erstmal damit los, dass man eine Unregelmäßigkeit beobachtet. Also typischerweise zum Beispiel Netzwerktraffic. Aktivität, mit der man eigentlich nicht rechnet. Also man sitzt einfach am Rechner und man tut nichts, man klickt noch nicht mal und trotzdem ist auf dem Ethernet irgendwie die Hölle los. Das ist irgendwie ein relativ sicheres Anzeichen, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Andere beliebte Dinge, wo man es dann doch mal merkt, sind halt so Traffic-Statistiken, wenn man halt Buch darüber führt, wie viel Bytes so über die Leitung gehen und man dann nächsten Morgen nachguckt und feststellt, huch, da sind ja irgendwie 3 oder 4 Gigabyte drüber gegangen, wie kam das denn? Wer hat dann da wohl seine WAS abgelagert? Ist auch auf diesem Kongress durchaus nicht selten anzutreffendes Szenario. Die Schwierigkeit besteht dann natürlich darin, festzustellen, was ist eigentlich das Problem? Ja, erstmal festzustellen, dass man überhaupt ein Problem hat. Also ich meine, wenn die technische Unregelmäßigkeit, nennen wir es mal so stark ist, dass es irgendwie schon den Benutzer stört, der an irgendeinem System sitzt, dann hat man schon üblicherweise ein größeres Problem. Ja, der Punkt ist aber natürlich, dass so ein PGP-Key oder so, der kann so leicht wegtröpfeln. Das kann auch ganz lange dauern und durch nur wenige Bytes hier und da passieren. Da muss nicht erst die Leitung ausgemaxt werden. Und einer der häufigeren Szenarien ist, dass die Leitung ausgemaxt wird. Na gut, das ist wohl wahr. So, an der Stelle hängt also das Mitkriegen extrem davon ab, ob man vernünftige Sensoren hat. Ja, jedes System ist immer nur so intelligent wie die Schnittstellen, die es hat. Und wenn ich keine Schnittstellen auf meinen Traffic habe und irgendwie, wenn es nur ein blöder Blinkebalken ist, der mir zeigt, ob mein Computer gerade viel oder wenig mit dem Internet kommuniziert, dann bin ich natürlich einigermaßen angeschmiert. So, bei größeren Installationen kann das dann schon sehr spannend werden, dafür zu sorgen, dass diese Sensoren richtig konfiguriert sind, alle in die richtige Richtung reporten und nicht irgendwo ins Nirvana reporten.
Schönes Beispiel ist immer so Firewall-Rauschen. Was ich jetzt gerade erst erlebt habe in einem Projekt, war diese Problematik, dass man eine Attacke nicht mehr erkennen würde, wenn, ja, ich weiß nicht, was passieren würde, weil das normale Rauschen von fehlkonfigurierten Systemen, die irgendwie aus irgendwelchen beliebigen Ecken des internen und externen, also externen und internen Netzes auf die Firewall einschlugen, ein so hohes Rauschen erzeugt hat, dass man da drin einen Angreifer, der auch nur ein bisschen weiß, was Sache ist, irgendwie niemals gesehen hätte. Ja. Das ist auch das typische Phänomen bzw. Schicksal von Intrusion Detection Software Projekten, wenn sie in Firmen eingeführt werden, ist, dass so die Halbwertszeit ist ungefähr so 2,5 Monate. Und dann hat der Admin in der Regel genug davon, irgendwie jede Nacht von seinem Pager geweckt zu werden, nur weil irgendein Trottel mal wieder einen Portscan gemacht hat. Ja, oder weil der blöde NTP-Server, NTP-Client durchgedreht ist oder jemand einen Client angeschaltet hat, der einen falschen DNS-Server irgendwie Abfragen macht und also die Dinge und also die Services, die dann extrem viel Abfragen pro Sekunde raushauen an IP-Adressen, die es gar nicht gibt. Also wie gesagt, die Regel ist halt bei solchen Log-Auswertemechanismen, dass sie nicht daran zugrunde gehen, dass sie zu wenig sehen, sondern dass sie zu viel sehen. Aus dem Rauschen tatsächlich die paar Logzeilen rauszufiltern, die einem sagen, oh, da passiert etwas, mit dem ich mich mal auseinandersetzen sollte, ist genau das kritische Problem. Und bisher hat sich noch niemand gefunden, der dafür eine wirklich gute Lösung gefunden hat, die nicht extrem arbeitsaufwendig ist. Es geht natürlich, dass man anfängt, ein komplettes System zu debuggen und jeden einzelnen Computer aus dem internen Netzwerk anzugucken und zu gucken, ob der möglicherweise Unsinn verursacht im Firewall-Log bzw. im IDS-Log. Nur wenn man sich da mal so ein Netz mit 5.000, 6.000 Computern vorstellt, hat man damit jede Menge Spaß. Oder halt viele Consultant-Stunden, je nachdem. Ja, wer von euch hat denn schon mal mit Snort rumgespielt oder sowas? Ah, doch, ein oder zwei. Wo habt ihr das hingestellt? Hinter die Firewall oder vor die Firewall? Ah, auf der Firewall, auch gut. Was ja eine interessante Betrachtung werden kann, ist, mir hat neulich mal jemand erzählt, sich Inbound-Traffic anzugucken, ist sowieso die falsche Richtung. Weil Inbound kommt immer ziemlich viel Krempel, diese ganzen Port-Scans, irgendwie falsch konfigurierte Services, irgendwie Leute, die irgendwie versuchen, eine neue NMAP-Version in die Hand gekriegt haben und die mal ausprobieren wollen und solche Sachen. Alles eigentlich völlig irrelevant, wer in meinen Wald hineinschreit. Die Frage ist nur, kriege ich es mit, wenn einer antwortet. Ja? Also eigentlich wird es ja erst nicht kritisch, wenn man mir einer mein System scannt nach Ninda oder nach irgendwelchen Hintertüren, sondern kritisch wird es dann, wenn eine Hintertür antwortet. Ja? Diese Leute, die nach Vorträgen zu einem kommen und sagen, ja, das mit der persönlichen Firewall habe ich jetzt auch, ich hänge am T-Online und da sind ja nur Leute, die was von mir wollen, auf Port bla blub tralla und schalala. Und was tue ich denn dagegen? Und die Antwort ist natürlich nichts. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist auch die falsche Betrachtungsweise. Es ist völlig egal, ob da einer was von mir will. Problem habe ich erst, wenn einer antwortet. Ja, wenn auf meinem System ein Service ist, der tatsächlich eine Antwort gibt an den Angreifer und irgendwelche Daten rausrückt. Also von daher ist es vielleicht echt sinnvoller, Outbound-Traffic sich anzugucken als Inbound-Traffic. Also gerade wenn man mit seinem System an wechselnden IP-Adressen hängt, wie zum Beispiel bei DSL, ist das Phänomen nicht so ganz selten, dass man eine IP-Adresse erwischt, unter der vorher jemand seinen WAS-Server betrieben hat und man dann plötzlich seine reinkommende Leitung mit irgendwelchen Casa oder Donkey oder was auch immer für Anfragen gesättigt bekommt und man sich wundert, was es da wohl tut. Also hatte ich nicht nur einmal, dass mich jemand noch mal sagt, ich habe auf diesem Port irgendwie so ganz komische Sachen, das ist ganz, 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 ganz viel, was wollen die denn alle von mir? Und es war halt nur Casa. Er betrieb keinen Casa-Server, aber das... der Vorgänger auf der IP-Adresse betrieb das wohl. Und insofern, wie gesagt, Inbound-Logging zu machen, ist mittlerweile nicht mehr so richtig angesagt, glaube ich. Ja. Na, und dann ist die nächste Frage, zumindest in Organisationen, die, was passiert denn dann, wenn ich eine technische Unregelmäßigkeit erkannt habe? Weiß ich, wen ich anrufen kann? Und dann gibt es halt irgendwie verschiedene Formen des Vergessens, der ein Angriff da ausgesetzt werden kann. Das erste ist oblivion.org, also das organisatorische Vergessen. Ich bin nicht in der Lage, in meiner Organisation herauszufinden, wen ich eigentlich ansprechen muss, um ihm mitzuteilen, dass es da eine technische Unregelmäßigkeit gibt, die möglicherweise einen Angreifer ausgelöst hat. Das kann schon passieren, also sehr häufig. Die Reporting-Wege gerade...
sich zuständig fühlt, aber meistens ist er im Urlaub oder krank oder gerade nicht da oder nicht erreichbar oder was auch immer. Oder nicht zuständig oder unfähig. Genau, oft genug alles zusammen. Und die Schwierigkeit, die so eine Organisation, also wenn man sich mal wieder so eine etwas größere Firma oder auch eine mittelgroße Firma denkt, hat, ist natürlich, sich zu überlegen, was könnte passieren, wer wäre dafür zuständig, was muss passieren, wenn, wie sieht die Eskalationsprozedur aus und so weiter und so fort. Das kostet Zeit, kostet Geld und vor allen Dingen muss man wissen, was man tut. Genau, also das Vergessen, das organisatorische Vergessen, das technische Vergessen natürlich, wenn die Sensoren sowieso in die falsche Richtung loggen oder wenn die Auswertungsskripts irgendwie gar nicht funktionieren oder nicht laufen und ähnliche Geschichten. Und dann gibt es für die Outsourcing-Freunde unter uns noch vergessen.sla, nämlich wenn Dinge vergessen werden, weil sie nicht im Service Level Agreement drinstehen. Also oft genug handelt es sich dabei nicht um unabsichtliches Vergessen, sondern um ein intentionell designtes Problem. Weil wenn man so Outsourcing-Dienstleister ist, muss man natürlich seine Kosten auch so ein bisschen im Griff behalten und bestimmte Probleme möchte man dann einfach nicht innerhalb des Kostenrahmens, den man so gesteckt hat, irgendwie behandeln müssen, weil sie doch eher teuer sind. Genau, und wobei man sich, also wo man sich beim Outsourcing meistens sehr sicher sein kann, ist, dass man das nicht bekommt, wofür man nicht bezahlt. Das heißt, wenn man für Sicherheit nicht extra bezahlt, bekommt man sie auch nicht extra. Nun gut, also wenn dann ein erkannter Angriff passiert ist, ne? Also dann, ich meine, wenn ein Angriff dann doch mal erkannt wurde, so muss man es formulieren. Genau, passiert ist und erkannt wurde, dann muss man in der Lage sein, Beweismaterial zu sammeln, wenn man denn das will. Man muss ja erstmal eigentlich die Entscheidung treffen, will ich Beweismaterial sammeln, das heißt, will ich das komprimierte System da möglicherweise noch ein Weilchen laufen lassen oder will ich es sofort abschalten und neu aufsetzen und machen, dass der Angreifer weggeht? Es hängt halt immer davon ab, was man hat. Also wenn man sich zum Beispiel Denial-of-Service-Attacken anguckt, da ist die Sache relativ eindeutig, weil in der Regel bemerkt das Marketing als erstes, dass die Kurve irgendwie bei den Userzahlen plötzlich bei Null ist. Und ruft dann an und sagt, es ist irgendetwas kaputt. Und also der Angriff wird dann relativ zügig erkannt. Die Gegenmaßnahmen sind halt umso schwieriger. Andersrum ist es halt bei Sachen, wo sich halt Leute nur auf dem System einnisten, um weiter Informationen zu sammeln oder ein bisschen E-Commerce zu treiben mit ohne Zahlungsfunktion. Optimierten Warenkorb-Einträgen. Genau, solchen Dingen. Das sind die Sachen, die halt nicht so ohne weiteres erkannt werden und die aber in der Regel dann auch einen relativ soliden Schaden verursachen und wo es auch echt schwer ist, die richtigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In der Regel, wenn man es also eine ideale Welt betrachtet, würde die Organisation vorher gesagt haben, okay, dieses sind unsere Kernfunktionen und diese Kernfunktionen beschützen wir besonders. Das heißt, wenn ein Angriff auf diese Kernfunktionen passiert, dann werden wir vorrangig aktiv. In der Regel ist es aber so, da gibt es halt das Netz und die Computer und wenn da was mit den Computern ist, dann gehen wir mal runter zur Technik. Und das ist ungefähr die Priorisierungsreihenfolge, die halt bei den allermeisten Firmen ist. Okay, nehmen wir mal an, Sie haben es irgendwie hingekriegt, dann geht es halt an die Gegenmaßnahmen, das heißt Kommunikation einschränken, fixen, Angreifer feststellen, verklagen, erschießen, je nach kulturellem Hintergrund. Brauchen wir das Hubschraubergeräusch? Ja, das Hubschraubergeräusch. Wir haben leider keine Chance. Später. Wir hatten eigentlich Hubschraubergeräusch mitgebracht. Flap, 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 flap. Na gut. Gut, wir wollten darauf auch gar nicht so warten, so lange rumhacken. Machen wir da mal einen weiter. Genau, was sehen wir denn so heutzutage? Genau, was determiniert denn meine Sicherheit kurzfristig sehr stark? Nämlich eher die Qualität der Implementation. Ja, also wie gut ist sie denn, die Software? Wie viele Fehler hat sie denn? Wie anfällig ist sie denn gegen Buffer-Overflows und diese ganzen Geschichten? Und da muss man sich, denke ich, auch fragen, wie kriege ich es raus, die Qualität meiner Implementation? Also wo habe ich Informationen über die Qualität meiner Implementation? Und man kann natürlich versuchen, sich daran zu orientieren, wie viele Vulnerability Reports es denn für eine bestimmte Plattform gibt. Ich weiß, wahrscheinlich haben die meisten von euch diese Schlagzeilen in Anführungsstrichen gesehen vor ein paar Monaten, als eine Analystenfirma herausgefunden hat, in Anführungsstrichen, dass Windows ja sicherer sei als offene Betriebssysteme, also Linux zum Beispiel, weil da wenig
Kunde erzeugt worden sind im letzten Jahr oder so. Und ich meine, wir wissen alle, was so eine Statistik wert ist. Ja? Also ich meine, ich glaube, es hat im letzten Jahr nicht wirklich viele Vulnerability-Reports über das Betriebssystem der S390 gegeben, aber das hat sicherlich nicht so viel, also nicht so viel dazu, damit zu tun, wie gut dieses System ist, sondern eher, wie viele Leute sich damit beschäftigen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dieses Argument, viele Leute lesen den Code, also muss der Code sicherer sein als der von anderen Systemen, wo nicht so viele Leute den Code lesen, natürlich auch Quatsch. Vielleicht möchtest du da noch ein bisschen drauf rumhaken. Ja, also die, man bekommt ja gerade so von den Freunden des Betriebssystems mit dem Pinguin immer so um die Ohren geschlagen, so dieses Argument, dieses Betriebssystem ist sicherer, weil es Open Source ist. Meine Gegenfrage lautet dann halt immer, und wer liest den Source eigentlich? So, wenn man sich anguckt, wie viele Leute auf dieser Welt tatsächlich aktives Source Auditing in Open Source Projekten betreiben, dann sind es vielleicht so maximal 20. Ja, an der Stelle muss man eben genau unterscheiden zwischen lesen, weil man Spaß dran hat, lesen, weil man einen bestimmten Bug sucht, der einen nervt, und Code Audit, also suchen nach Sicherheitslücken. Ich glaube, die einzigen Leute, die das sozusagen in ihrer Charter drinstehen haben, sind die OpenBSD-Leute. Ne? So ein bisschen. Ja, es gibt halt natürlich auch noch für die anderen Betriebssysteme jeweils Projekte, die halt irgendwie Kernel-Audits und Treiber-Audits und so weiter und so fort machen, aber gerade die ganzen Applikationen und die großen Server sind halt vielleicht mal gegengelesen worden und da werden natürlich auch Bugs drin gefunden. Die interessante Frage ist, was passiert, wenn so ein Bug gefunden wurde? Man hat den Closed-Source-Betriebssystem immer vorgeworfen, und zwar schon sehr lange vorgeworfen in der Open-Source-Diskussion, dass da Silent Bug Fixes passieren. Das heißt, dass Bugs gefixt werden mit Bugfix Bundles und in dem Bundle, in den Changelogs nicht drin steht, was jetzt daran gefixt wurde, sondern nur irgendwie, was ist ich, Sounddriver gefixt oder sowas, also irgendwas Nebensächliches. Naja, nebensächlich. Ne? Wenn man sich mal die Mailinglisten-Geschichten da anguckt von den Leuten, die Code Audit machen, dann sind es im Wesentlichen die Treiber, die Probleme aufwerfen und nicht notwendigerweise der Kernel Space oder so. Ja, und was man halt sieht, ist, dass häufig genug auch in Open Source Fixes Sachen drin sind, die Probleme fixen, die lieber nicht erwähnt wurden. Also typisches Beispiel ist zum Beispiel TCP-Dump. So, TCP-Dump hat Probleme gehabt, über Jahre hinweg, über anderthalb Jahre, um genauer zu sein. Die wurden silent gefixt und es gibt immer noch Betriebssysteme, zum Beispiel in SCO, gab es gerade erst den Fix für TCP-Dump, wo halt ein anderthalb Jahre alter Bug gefixt wurde. So, der halt exploitbar war, remote exploitbar war. Das heißt, die Leute, die dieses Open-Source-Projekt betreiben, sind nicht zwingend ehrlich. Sondern denen ist es natürlich auch peinlich, wenn sie da Bugs finden. Und es gibt da in letzter Zeit eine ziemliche Diskussion um so Disclosure-Ethics. Also so, wie gehen wir denn moralisch mit diesem Open-Source- und Open-Disclosure-Problem um? Und es gibt da eine relativ starke Fraktion, die sagt, naja, wenn wir uns angucken, welche Auswirkungen es hätte, wenn wir diesen Bug jetzt publizieren, ohne einen Fix zu haben, oder wenn wir überhaupt das Vorhandensein dieses Bugs publizieren, wäre es vielleicht nicht besser, wenn wir dann einfach hingehen und den Silent mit diesem Soundtreiber-Bug, den ohnehin sich jeder installieren wird, weil der Sound auf dem System immerhin so knattert, fixen und keinem was davon erzählen? Und das passiert tatsächlich. Also man kann sich die Historie von verschiedenen Bugfixen auf verschiedenen Betriebssystemen angucken, und zwar durch die Bank, alle BSDs, alle Linux-Varianten und so weiter und so fort. Und bei jedem Einzelnen gibt es Silent Bugfixes. Insofern, Open Source alleine hilft nicht. Man muss ihn sich auch tatsächlich angucken. Und das nächste ist natürlich, diese Diskussion um diese Vulnerability Reports wird ja auch relativ gefährlich. Ne? Also was ich mir ohne weiteres vorstellen kann und was ich behaupte schon stattfindet, ist, dass dadurch, dass irgendwelche Analysten Reports rausbringen, dass irgendwie bei Linux letzte Woche 33 Vulnerability Reports pro Sekunde rausgegangen sind und bei Microsoft nur 20, dass das schon Druck erhöht in irgendeiner Form auf die Leute, die entscheiden, ob es nun einen Vulnerability Report gibt oder nicht, den vielleicht nicht zu veröffentlichen, weil dann die Statistik besser aussieht. Ja, eine Statistik wohlgemerkt, die über die Sicherheit eines Systems sowieso nichts aussagt. Ja, weil wenn ich 23 Bugs gefunden habe, heißt das ja noch lange nicht, dass da nicht noch weitere 23 sind. Ja, genauso wie wenn ich einen gefunden habe, kann es ja auch heißen, dass da nur noch ein weiterer ist. Ja, ein weiterer Punkt ist natürlich, was wir im letzten Jahr häufiger gesehen haben, waren Angriffe auf die Source-Distributionssysteme.
Möglichkeit, also dass man automatische Distributionssysteme angreifen könnte, als Microsoft angefangen hat, solche Systeme zu verwenden. Zuerst implementiert wurde es interessanterweise mit Angriffen gegen Open Source Software, die dann plötzlich Trojaner enthielt. Da gab es mehrere Fälle im letzten Jahr, wo halt einfach die Source-Distributionssysteme und auch die Binary-Package-Distributionssysteme angreifbar waren, weil sie kein ordentliches Signing hatten, weil sie kein ordentliches Verifying hatten und so weiter und so fort. Das heißt, was wir sehen ist, Open Source alleine hilft nicht. Man muss die Dinge auch tatsächlich richtig machen. Die Sache mit dem Full Disclosure und der Psychofalle solltest du vielleicht noch erzählen. Ja, das ist mal so, das ist so eine, halt so eine Psychofalle. Also da muss man jetzt vielleicht ein bisschen weit ausholen. Es gab gerade einen sehr schönen Artikel irgendwo über das Thema, warum gute Buchhalter schlechte Buchhaltungsaudits machen. Why do good accountants make bad audits? Das haben natürlich die Amis, betrachten das gerade sehr stark aufgrund dieser Enron-Geschichten und so weiter, wo die Buchhalter nicht nur Bad Audits gemacht haben, sondern dann auch noch die Evidenz geschreddert haben. Ja. Aber was der tatsächliche Punkt war, ist, dass bloß weil jemand unter Full Disclosure steht, ja, also bloß weil jemand sozusagen ein Schild umhängen hat und sagt, ich bin parteilich oder so, oder ich sage immer die Wahrheit oder ich veröffentliche alles, sagt dann noch lange nicht die Wahrheit und veröffentlicht alles, sondern... Also selbst wenn jemand sagt, so sieht meine Motivation aus, ich bekomme mehr Geld zum Beispiel, wenn ich dir irgendwie einen höheren Preis andrehe, oder ich bekomme mehr Geld, wenn ich mehr Bugs in deinem System finde, heißt es noch lange nicht, dass er A, vertrauenswürdiger ist, oder B, dass du ihm mehr traust? Trauen kannst. In den Experimenten hat man festgestellt, dass die Leute Leuten mehr trauen, wenn die so ein Full-Disclosure-Schild umhängen haben, aber die Leute, die ein Full-Disclosure-Schild umhängen haben, mehr bescheißen. Ja? Also es ist ein bisschen krass. Ja, gut, also die Highlights dieses Jahr waren halt ganz klar SSH und OpenSSL. Ich habe Sendmail mehr so noch wegen der historischen Perspektive. So, wenn man sich so irgendwie, wie Ron immer so schon sagt, so Bugs pro Sekunde anguckt, dann haben wir mittlerweile bei den SSH-Derivaten ja ähnliche Zahlen wie bei Sendmail zu Hochzeiten erreicht. Der hat da auch niemand so richtig mitgerechnet. So, und ich meine, SSH haben wir jahrelang gepredigt, haben wir gesagt, ja, das ist jetzt, nehmt SSH, was soll das mit diesem Telnet-Scheiß? So, SSH hilft euch. So, dann kam als erstes natürlich die hübschen Men in the Middle attacken. Dann haben wir gesagt, los, nehmt Keys, benutzt SSH mit Keys. Und wo waren die Bugs drin im Key Exchange? Ja, niemand hat den Source gelesen. Niemand hat den Source gelesen. Und für Remote Exploits war SSH zwischendurch einfach deutlich gefährlicher als ein Telnet Daemon. Also, ja. Was wir sehen ist, auch in richtig gut abgehangenem alten Code können über Jahre hinweg finsterste Probleme drin sein. Diese SSH und OpenSSL-Geschichten werden uns sicherlich noch ein bisschen verfolgen. Wir hatten gerade letzte Woche wieder einen schönen Angriff auf die kommerziellen SSH-Systeme. Kommerziell heißt in diesem Fall nicht Closed Source, sondern in dem Fall durchaus auch Open Source-Systeme. Wieder ein schönes Beispiel dafür. Eigentlich sollte jemand ja diesen Source lesen. Da gibt es ja eigentlich theoretisch Leute, die dafür bezahlt werden, sogar diesen Source zu lesen. Selbst das hat offenbar nicht geholfen. Was wir auch sehen, ist, dass Private Exploits ziemlich im Trend sind. So, also wenn ich so sehe, was mir so über die Zeit angeboten wird an, willst du nicht noch diesen SSH-Exploit haben oder irgendwie jenen Exploit für dieses und jenes, die halt so einfach durch die Szene vagabundieren, ist schon relativ erheblich. Also da ist halt doch einiges unterwegs von Sachen, von denen man erst Monate später, wenn überhaupt, tatsächlich was in den Einschlägen, Mailinglisten oder Webseiten liest. Das heißt, in der Regel ist ja das Zeitfenster zwischen, es gibt da einen Exploit und den kann auch jemand benutzen, bis es wird überhaupt bekannt, dass es die Verwundbarkeit gibt, auf der dieser Exploit beruht, kann durchaus mehrere Monate betragen. Oder auch Jahre, je nachdem, wie gut die Leute sind, darin sind, den Kram geheim zu halten. Ja, wie gesagt, Source Audits Projekte sind ein extrem förderungswürdiges Unterfangen. Das heißt also, ich bin da immer sehr dafür, Leute zu unterstützen, die sagen, okay, wir warten durch andere Leute Source-Sumpf und lesen den und verstehen den und versuchen darin die Probleme zu finden. Natürlich muss man immer sehen, dass
wusste, Bias ist halt schon ein ernstes Problem bei Source Audits. Die Leute streiten sich dann immer länglich auf den Mailinglisten darüber, ob das jetzt ein Bug oder ein Feature oder noch guter Code oder schlechter Code ist. Aber besser, sie streiten sich und sie lesen den Source und sie diskutieren darüber, als sie gucken da gar nicht erst rein. Tja, was lernt man dann daraus? Da Silent Bugfixes inzwischen an der Tagesordnung sind, und zwar nicht nur bei den beim viel zitierten, also bei Microsoft, sondern auch in Open Source Software, kann man sich es heutzutage eigentlich, ne, im Umkehrschluss überhaupt nicht mehr leisten, einen Fix nicht mehr zu implementieren. Auch wenn es heißt, es geht hier um die Soundkarte. Ja, weil es könnte auch im Soundkartentreiber irgendwas sein, was zumindest einen Local Exploit ermöglicht. So. Und den Stress, den diese Praktizierung von Silent Bugfixes bei paranoiden Sys-Admins induzieren kann, ne, das kann dann demnächst echt gefährlich werden. So. Nein, ich muss sie alle implementieren, alle Fixes, ich muss sie alle testen, alle vorher, Hilfe. Ich meine, ne, bis jetzt, oder bevor man darüber nachdenkt, dann weiß man, okay, ich mache nur die Fixes mit hoher Priorität, wo steht Fixes, really, really important security bug. Ja? Und dann ist gut. Nein, wenn ich das so betrachte und echt paranoid bin, dann muss ich alle Fixes einspielen. So, und was hatten wir dann noch? Diese Geschichte, warum werden eigentlich zwischendurch einige Sachen so irre hochgehypt, wo man sich denkt, ach Gott, so richtig wichtig ist das doch nicht, oder? Ich meine, warum macht die Firma Microsoft jetzt so einen riesen Tamtam und Trara um den, sag mal was, wo so ein riesen Trara war, den ich nicht verstanden habe? Naja, weil in dem Patch sind noch 23 Silent Bugfixes drin, die echt gefährlich sind. Und dann machen sie Tamtam bei Sachen, die irgendwie schlimm genug klingen, ja, aber noch nicht die richtige Panik auslösen, ja, um dafür zu sorgen, dass der ganze Patchblock eingespielt wird, damit dann auch die wirklich üblen Löcher raus sind. Aber das ist ja nur das, was einem kurzfristig leid tun kann. Es gibt ja auch noch die Dinge, die einem leid tun, wenn es dann schon zu spät ist, vielleicht. Also viel zu spät ist. Also viel zu spät, weil dann liegt es schon ausgedruckt irgendwie bei irgendwem, meinem Staatsanwalt oder bei den Ermittlungsbehörden oder beim Klassenfeind oder was weiß ich. Und dann steht da plötzlich, dass man eine feindlich negative Grundeinstellung hat. Ja, die Sache mit der Kryptographie. Kryptographie wurde ja über lange Jahre als so eine Art Allheilmittel betrachtet für irgendwie so ziemlich alle Sicherheitsprobleme, die wir so haben. Jeder hat ja irgendwie Applied Cryptography von Bruce Schneier mal irgendwie zumindest so ein bisschen mehr als durchgeblättert hat, irgendwie geht er mit so einem euphorischen Gefühl raus, so, yes, jetzt können wir irgendwie all diese Probleme lösen, es gibt irgendwie saubere Mathematik, man kann irgendwie alles verschlüsseln irgendwie und dann ist es halbwegs sicher und auch die böse NSA kann es nicht mitlesen. Genau, habe ich Krypto, wird alles gut. Genau. So, und dann haben sie irgendwann gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen guter und schlechter Krypto. Zwischen XOR und RSA. Genau. Also Microsoft musste das schmerzhaft erfahren, glaube ich, durch diese Microsoft-Money-Geschichten. Wann war das? In den 80ern? Haben wir da in der Datenschleuder schöne Dinge veröffentlicht, wie man irgendwie die Microsoft-Money-Tantabellen reverse-engineeren kann, wenn man irgendwie das XOR an der richtigen Stelle anfängt. Ja, Microsoft Access war auch so ein schöner, genau, da war es so, schöner dass man, Beispiel. Dass man irgendwie nur zwei leere Daten, also eine leere Datenbank mit demselben Namen generieren muss und die hat dann denselben Schlüssel wie die richtige Datenbank. Also es war irgendwie alles ziemlich peinlich für Microsoft. Also PPTP war dann auch so ein Problem, was erstmal nicht so gravierend aussah, was dann aber doch irgendwie relativ zügig zu brechen war. Wenn man sich so die Geschichte anguckt von Kryptographie, dann sieht man, dass es da immer so einen Erkenntnisfortschritt gibt und je nachdem, wie weit die Systeme, die durch diesen Erkenntnisfortschritt betroffen sind, implementiert sind, so sieht dann halt auch der Schaden aus. So klassisches Beispiel kennen wir alle, Enigma, das Verschlüsselungssystem der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Die wussten zwar, dass sie im Zweifel Enigma brechen können. Da gab es so Wissenschaftler bei denen, also bei den deutschen Kryptobehörden, die sagten, naja, so, das würde schon irgendwie gehen. So, man bräuchte halt so richtig tonhallenweise Equipment und einen gigantischen Aufwand und würde Jahre brauchen, aber
tonhaltvoller Equipment. Wer stellt sich schon tonhaltvoller Equipment hin? Das macht doch keiner. Es war halt nur präzise genau das, was die Briten getan haben. Und vor ähnlichen Problemen stehen wir halt heute. Ja, schönstes Beispiel ist irgendwie WaveLAN 802.11b, WEP Security. Wenn man das ein bisschen vernünftig aufsetzt und so weiter, wisst ihr alle, dann muss der Angreifer tatsächlich ein Weilchen sniffen. So, je nachdem, wie ausgelastet das Netzwerk ist, kann der da auch mal irgendwie einen Tag und eine Nacht sitzen müssen. Ja, und ja gut, nicht mehr, aber zwischendurch war es mal so oder so. Da kann man dann natürlich schon sagen, also letztendlich, sie haben vielleicht an einigen Stellen mehr gemacht, als man gedacht hätte, aber es ist halt nicht ausreichend. So. Und wenn man dann das Konzept mit den Block-Ciphern und den Stream-Ciphern sowieso nicht kapiert hat, dann ist halt eh alles verloren. Ja, was man halt begreifen muss, ist, diese Motivation und Ausstattung des Gegners ist immer der entscheidende Faktor bei Sicherheit. Das heißt, wenn ich einen Gegner habe, der echt viele Ressourcen hat und der echt motiviert ist, muss ich ganz anders daran gehen, als wenn ich nur so gegen einen, der mal vorbeikommt und mal kurz probiert, antrete. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Ja, ist auch, ich habe zwischendurch gab es ja immer, es gibt ja auch immer hier dann so die Leute, die dann brüllen, im Internet ist ja niemand anonym eigentlich. Und das ist natürlich völlig richtig. Aber die Frage ist eben auch immer, vor wem man sich schützen will, vor seinen Nachbarn oder vor den Agencies. Ja, eine Sache, die immer wieder gern vergessen geht, zumindest spätestens dann, wenn man sich einen neuen Computer gekauft hat, ist, wie lange kann man denn eigentlich Daten aus einem beliebigen, gegebenen System noch lesen? So, also mir Sachen, die man mal auf Diskette gespeichert hat und dann irgendwie anderthalb Jahre später, ups, hier habe ich noch CPM. Jetzt brauche ich den Text erst wieder. Der CPM-Computer ist inzwischen auf dem Abfall. Oder das letzte 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk habe ich vorletzte Woche verschenkt. Oder ich habe einfach gar kein Diskettenlaufwerk mehr in meinem Computer. Genau. Und das ist gut so. Ja, die Lesbarkeit von Daten ist für die Verfügbarkeit von Systemen durchaus entscheidend. So, wenn wir jetzt nochmal so zurückdenken, Papier können wir auch nach mehreren tausend Jahren in der Regel noch lesen. Okay, es mag zwar in Ägyptisch geschrieben sein, aber kriegt man noch irgendwie hin. So, ist nicht so tragisch. So, Lochkarten erschließt sich eigentlich auch von selber. So, braucht man nur eine sehr, sehr wenig grundlegende Informationen darüber und irgendwie einen Lochkartenleser kann ja noch aus Lego bauen. Das ist irgendwie noch alles im Rahmen so, ne? Ja, es geht. Wirklich. Da habt ihr keinen gebaut, als ihr klein wart. So. Okay, Lochbänder geht noch besser, aber gut. So, Mikrofisch ist schon ein bisschen knifflig. Mit bloßem Auge muss man sich schon einigermaßen anstrengen. So, mit einer Lupe geht es gerade so. Wenn man halt viele Daten auf Mikrofisch hat, die jetzt halt irgendwie in wieder verarbeitbare Form zu bringen, da sind ganze Firmen mit beschäftigt. So, da gibt es halt diese Archivsystemfirmen, so, die haben halt da jede Menge Spaß mit. Magnetbänder, da fängt der Ärger schon richtig an. Und alles, was danach kam, ist schon richtig kritisch. Neulich habe ich in so einer Schublade so ein Cyquest 140 Megabyte 3,5 Zoll Dings gefunden. Das hat mich 4 Wochen gekostet, bis ich jemand gefunden habe, der noch so ein dummes Laufwerk in funktionsfähig rumliegen hatte. Diese Dinger sind irgendwie schon zu Lebzeiten irgendwie gestorben, wie die fliegen, aber ich habe dann noch jemand gefunden, der so ein Ding hatte. So. Und zum Glück habe ich die Daten heruntergekommen. Ja. Sagen wir, in diesem Falle handelt es sich um Daten, wo es mir lieber gewesen wäre, die nicht zu einer Behörde tragen zu wollen. Was wir sehen ist, die Lesbarkeit sinkt mit der Informationsdichte, also die Lesbarkeit nach irgendwie einer längeren Zeiteinheit. Dieses Cyquest-Ding war vielleicht 5 Jahre alt, 6 Jahre alt, so, und es war schon nicht mehr lesbar. So, also gerade so, wir befanden uns gerade noch so in dem, also wir haben hier so eine schöne Kurve gemacht, so, und da sind wir halt in dem, mit diesem Ding irgendwie ungefähr da, so. In der Hardware-Software-Archäologie. Das heißt, man muss rumrennen, jemanden suchen, der noch sowas rumliegen hat. Und so Magnetbänder sind zum Beispiel schon richtig kritisch. So, da musst du so einen Großrechner-Freak finden und der hat noch so ein Laufwerk oder der kennt noch einen, der so ein Laufwerk hat und vielleicht noch einen Computer, der irgendwie diese spezielle Formatierung auf diesem Band lesen kann und so. Schon alles ein bisschen kritisch. Und da stellt sich natürlich gerade die Frage, ob ich jetzt auf eBay all diese Dinger kaufen muss, um sie mir hinzustellen, um sie dann später teuer zu verscherbeln. Mensch. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Was? Ja.
Ich habe direkt den Vortrag hier nach und wir machen so lange, wie wir brauchen. Ja, also ich gönne mir selber die Überziehungszeit oder so ähnlich. Gut. Bleib mal noch kurz da. Wenn wir uns angucken, was bestimmt die Lesbarkeit von so Daten? Wir haben einmal die Softwareverfügbarkeit. Gibt es da überhaupt noch so ein CPM so oder so ein? Ja, oder so ein CyPOS. Ich habe noch 5,25 Zoll Bänder rumliegen. Ich habe auch noch das Laufwerk dafür. Ich habe sogar noch einen SCSI-Controller. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich die Daten auf diesen Bändern noch schon mit Tar gemacht habe oder ob das noch irgendwas Proprietäres war. So ein toller OS2-spezifischer Kompressionsalgorithmus, den niemand mehr kennt. Nein, ja. So schlimm nicht. Genau. So schlimm nicht, aber... Okay, dann haben wir natürlich noch irgendwie die Haltbarkeit des Speichermediums. Die meisten Speichermedien halten außer Disketten natürlich relativ lange. So, also kann man schon so sagen, so kann man noch nach einigermaßen großer Zeit lesen. So. Interessant ist zum Beispiel aber, dass CDs und CD-RWs halten bei weitem nicht so lange, wie man denken mag. So, also ich hatte neulich schon Probleme mit einem 3 Jahre alten CD-RW. Ging nicht mehr. Keine Chance mehr. War offenbar ein bisschen zu warm gelagert oder so. Keine Chance. Formatverfügbarkeit, kann man das Format noch lesen? Und dann wird es interessant, liegt zum Beispiel die Formatbeschreibung out of band vor? Also gibt es noch irgendwo Dokumentation darüber, wie die Daten auf diesem Speichermedium abgespeichert wurden, damit ich im echten, ernsthaften Notfall hingehen kann und sie da irgendwie physikalisch runterkratzen und mir irgendwie dieses Format wieder zusammenfummeln kann? Teilweise gibt es es nicht mehr. So, und das ist auch schon passiert. Also ich glaube, das war eine Mikrofisch-Problematik, die sie mal in den USA hatten, in so einem Behördenarchiv, wo sie dann feststellen mussten, dass die letzten Geräte hatten sie vor einem Jahr verschrottet und die Bauanleitung für die Geräte lagen auch auf Mikrofisch vor. Also was der einzige Ausweg, den wir momentan kennen, ist, seine Daten jeweils immer auf das nächst neuere Speichermedium umzukopieren. Und zwar wirklich einfach mal alle. Auch die, von denen man denkt, dass man sie nicht braucht, weil man irgendwann braucht man sie doch. So. Und genau, und das heißt, letztendlich schleppt man einen immer größeren Datenberg mit sich herum. Das kennt ihr sicher. Zum Glück werden die Platten ja nicht noch größer und nicht kleiner. Das heißt so, ne, mit der Verfügbarkeit für einen Festplatten, für den Laptop, denke ich, geht das immer so. Die werden so jedes Jahr, kriegt man wie viel Gigabyte mehr? 10 so ungefähr. Genau, und das ist auch so die Anzahl an Gigabyte, die ich jedes Jahr mehr mit ich mir rumschleppe oder so. Vielleicht ist das auch so ein natürlicher Selektionsprozess, der da stattfindet. Man hat immer so viel Daten, wie auf die Festplatte passt. Wahrscheinlich ist es so. Daten nehmen immer den verfügbaren Platz ein oder sowas in der Form. Aber das heißt ja auch, dass man diese Daten entsprechend gesichert haben möchte. Also ne, man möchte sie vielleicht mal gesichert ablegen, aber man möchte sie vor allen Dingen dann auf der Platte auch vor fremdem Zugriff gesichert ablegen. Genau. Und wenn man dann zum Beispiel das Problem hat, dass man die Daten in einer PGP-Disk abgelegt hat und es, wie zum Beispiel gerade dieses Jahr passiert, einfach mal keinen PGP-Disk zu kaufen gibt, weil die Firma PGP beschlossen hat, es gibt kein PGP-Disk mehr. Zum Glück ist es jetzt wieder anders. Es gibt jetzt wieder PGP irgendwie. Aber kurz vor Pleite, ne? Ja, die waren halt echt mal kurz vorm Abnippeln und die wollten nicht mehr. Genau, und 685 oder wie die Version hieß, 658, die liegt dann plötzlich nicht mehr unter XP. Super. Und dann, okay, hier kriege ich jetzt eine 7er-Version, die ich irgendwie nicht gleich gekauft habe, als sie verfügbar wurde. War jetzt. Ja. So, also das heißt, es kann einem, wenn man sich auf solche Dinge verlässt, immer mal passieren, dass man halt einfach mal im Wald steht. So. Gut, machen wir weiter? Gut. Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Thema. Wenn man über Sicherheit spricht, betrachten wir es mal in diesem Falle als Sicherheit von Verschlüsselung. Zeitliche Sicherheit von Verschlüsselung. Genau. Die Frage lautet, wie lange hält so ein Krypto? Wie lange muss sie denn halten? Und im Militär gibt es da den schönen Begriff taktische Sicherheit. Taktische Sicherheit ist definiert als, die Krypto hält bei den angenommenen Brechkapazitäten des Angreifers mindestens so lange, bis die Aktion vorbei ist. Das heißt, ich habe jetzt mal, also typischer Fall sind zum Beispiel so Funkkommunikationen, so da kann man halt nicht endlos große und irgendwie endlos viel Strom verbrauchende Kryptosysteme mit sich rumschleppen, sondern die müssen halt in so ein Handfunkgerät reinpassen. Und man muss schon irgendwie relativ pessimistische Annahmen darüber machen, wie gut der Gegner im Brechen dieser Krypto ist. Und das Ziel dabei ist halt immer, dass man einen genügend großen Sicherheitsmargin hat für die Zeit der Aktion. Das heißt, von Vorbereitung bis Abschluss der Aktion. Ja, wobei man eben nicht vergessen darf, dass die Vorbereitung einer Aktion zur Aktion dazugehört.
durchführen. Genau. So, was man halt bedenken muss bei diesem taktischen Sicherheitsparadigma ist, dass man davon ausgehen muss, dass der Gegner irgendwann diese Krypto brechen kann und wird. Das heißt, die Informationen, die da übermittelt werden während dieser Aktion, sollten keine strategische Bedeutung haben. Das heißt, der Punkt ist halt, blödes Beispiel, wenn der Angreifer das Verhalten einer Truppe jetzt zum Beispiel aufzeichnet und ihre Kommunikation, die verschlüsselte Kommunikation aufzeichnet, ja, und dann ein Jahr oder 2 Jahre nach der Aktion in der Lage ist, das zu entschlüsseln, dann kann er möglicherweise Zuordnungen machen, die ihm dann später immer noch weiterhelfen. Ja, wenn die dann irgendwie ins Mikro schreien, Angriffsformation Omega Alpha, Ensen, gehen Sie auf Warp 3, ja, dann, und dann irgendwie das Raumschiff folgende Bewegung macht, ja, und das immer so ist, bei zweimal, und das war vor 2 Jahren so, dann können Sie davon ausgehen, dass Omega Alpha, ne, Ausweichmanöver, bei der nächsten Schlacht gegen die Klingonen immer noch die selbe Raumschiffbewegung zur Folge hat. Und das ist natürlich schlecht. So, was man halt verstehen muss, ist, strategische Sicherheit bedeutet Sicherheit wirklich für immer. Also wirklich so im Sinne so von für immer, bis das Universum zu Staub zerfällt. Ah, bis die Sonne platzt. Na, okay, gut. Bis OS2 nicht mehr supported wird. Das war jetzt aber eher eine sehr klassische Definition für taktische Sicherheit, fürchte ich. Nee, das war eine gute Definition für immer. Egal. Gut. Also, strategische Sicherheit, das ist dann damit hoffentlich klar geworden, ist eigentlich nicht erreichbar. Und warum kommt nach diesem Exkurs? Nach diesem, genau. Es gibt noch einen kleinen Exkurs. Und zwar muss man, wenn man Verschlüsselung betrachtet, immer unterscheiden zwischen Transport und Speichern. Transport ist zum Beispiel, triviales Beispiel, E-Mail. PGP ist ein klassisches System für Transport Security. PGP an sich. Na, eher SSL. Ja, SSL auch, aber E-Mail-Verschlüsselung kann man schon so sehen, ist halt einfach, also. Ja. Ja, kannst du auch, nehmen wir mal an, wir betrachten jetzt SSL, okay. Nehmen wir mal SSL. Gut. Das heißt, also die momentan üblichen Verfahren sind halt Public Key, symmetrische Schlüsselverfahren oder One-Time-Pads. One-Time-Pads gehen wir nach dem Vortrag drüber. In der Regel muss Transport Security weniger lange halten als Storage Security. Der Grund ist, dass in einem Storage-Container bewahrt man in der Regel die wichtigeren Informationen auf. Da sind zum Beispiel die Tagebücher drin, da sind zum Beispiel Planungen, Notizen, Kreditkarteninformationen, Anleitungen, Sachen, die von längerer Relevanz sind. Abgeschlossene Transaktionen. Genau. Das heißt, der Krypto-Container auf der Platte, zum Beispiel das Mail-Archiv, ist in der Regel immer mehr wert für einen potenziellen Angreifer als irgendwie die aktuelle Order im Pornoshop, die gerade über diese SSL-Transaktion geht. Diese Unterscheidung ist wichtig für den Kopf, weil sie auch den Aufwand abbildet, den man treiben sollte für die Sicherheit von Informationen. Es hilft nichts, wenn ich Informationen mit einem Maximum Security, 5000 Bit, hast du nicht gesehen, Schlüssel, über das Netz schicke, wenn ich sie dann hinterher unverschlüsselt auf meiner Platte liegen habe. Genau, und da wird ja im Moment sehr häufig mit sehr falschem Augenmaß gemessen. Ja, also die Leute arbeiten mit 128-Bit SSL-Verschlüsselung zu dem irgendwie E-Commerce-Shop oder E-Commerce-Shop speichert die Kreditkarteninformation dann in Plaintext auf dem Webserver in einem Transaktionslog, damit die Programmierer das besser debuggen können. Ja, im Ernst. Ja, einfach. Ja, kurz mal so der Überblick, was wir so sehen, was so passiert da draußen. Firmen-Transport Security findet eigentlich im Wesentlichen nicht statt, so, also außer für SSL-Transaktionen, ne? So ein bisschen. Ja, das muss man ja, damit das kleine Schloss unten rechts ist, genau. Damit die Leute sich sicher fühlen. Ja. Genau. So Industriestandardsoftware, so beliebte Messaging und irgendwie Firmenorganisationsprodukte haben sowas wie 56-Bit, manchmal auch 64-Bit. Ist nicht so viel, reicht aber gegen irgendwie den Feierabendangreifer in der Regel aus, der nicht zufällig einen Deskcracker im Keller stehen hat. Dann so, wenn man so guckt, was so die Leute benutzen, wenn sie PGP benutzen, so im Schnitt so 2048 Bitkeys. Ja, das ist halt so der Standard, der sich so allmählich rausbildet.
beide Algorithmen ursprünglich von der NSA spezifiziert wurden, aber lassen wir das. Beim Militär sehen Sie das mit der Transport Security ein wenig paranoider. Mir wurde da berichtet von jemand, der in den Streitkräften eines NATO-Staats tätig war, wie die dort die Kommunikation mit ihren Schiffen regeln. In diesem Fall handelt es sich um U-Boote, das heißt also durchaus etwas interessantere U-Boote. Da ist es so, dass jede einzelne Nachricht, die von diesem U-Boot weggeschickt wird, wird mit zwei voneinander unabhängig generierten One-Time-Keys verschlüsselt, per Hand, auf Papier, und geht danach durch einen Maschinencipher, der von einem nur für diese Regierung arbeitenden Hersteller hergestellt wird und wird dann erst rausgeschickt. Also die machen sich da schon so ein bisschen Sorgen darum, wer irgendwie ihre Kommunikation mitliest. Ja, aber das Stichwort hier war natürlich NATO-Staat. Das heißt, wenn der NATO-Staat ganz alleine Krieg führt, dann ist das alles, Entschuldigung, Verteidigungsaktivitäten betreibt, dann hat er ja, dann kann er das, ja, dann kann er das ja durchsetzen. Schwierig wird es dann, wenn die verschiedenen NATO-Staaten miteinander kommunizieren wollen, weil dann gilt im Zweifelsfall die Sicherheit des schwächsten Glieds oder die Sicherheit dessen, der da die Sicherheit diktiert und dann auch mal die Schlüssel wechseln kann. Genau. Und also wenn man sich so den NATO-Standard anguckt, also ihr erinnert euch sicherlich noch alle an die hübschen Berichte aus dem Balkankrieg darüber, dass die NATO da so ein kleines Problem mit ihrem großen Exchange-Server in Brüssel hatte und sie dann doch irgendwie die Bombenzieldinger nicht durchbekommen haben, weil ihr Exchange-Server gerade irgendwie so ein kleines Überlastproblem und so. Ja, Storage Security Firmen kennen wir alle, Dokumente liegen auf der Platte, für jeden lesbar. Wenn es hochkommt, sind sie noch mit diesen tollen Excel-Passworten oder Word-Passworten verschlüsselt, für die man dann an jeder Ecke für mehr oder weniger oder gar kein Geld irgendwie die Cracker bekommt. Wenn man Glück hat, dann findet man Industriestandards auch noch so Datenbanken, die so ein bisschen verschlüsselt sind, so, aber ist eigentlich eher selten, weil es debuggt sich echt blöd. Ja, was die Leute hier so verwenden, weiß ich nicht. Also PGP, Disk, AES, Volumes, Krypto-File-System oder ähnliches. Das Militär geht da einen vollkommen anderen Weg. Die haben da ein bisschen mehr Ressourcen, die nehmen halt Bunker und bewaffnete Wachposten. Das ist halt das, was Sie so als vertrauenswürdig betrachten. Ich kann Ihnen da eigentlich auch nur zustimmen. Gut. Wir brauchen auch bewachte Boom. Ja, gut. Ja, eben, klar. Ja, jetzt ist es mal Zeit für den Sound. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Ja, so Kryptografen fliegen ja immer, wenn man sie fragt, wie sicher ist denn so Krypto, haben die immer so tolle Analogien, so 5 Universen voller Galaxien und jeder von diesen Galaxien enthält 3 Trillionen Großrechner und damit könnte man PGP immer noch nicht knacken oder so. Also ihr kennt diese Analogien alle. Ihr habt sie bestimmt alle schon mal gehört. Klingt echt vertrauenerweckend, so denkt man sich. Wow. Ja, viele, viele Computer. Und wenn man die Computer alle hätte, dann würde der Strom nicht ausreichen. Und wenn der Strom ausreichen würde, dann würden sie so viel Warmluft machen, dass wir alle ersticken würden. Und naja, macht weiter so. Genau, also ich brauche es nicht weiter ausdetaillieren. So, und irgendwie so richtig doll viele Kryptografen waren irgendwie so, haben ja so vor 5 Jahren, also 768-Bit, ey, Alter, so bis das Universum verglüht, reicht es. So. Ja, das war auch so der Stand, da habe ich meinen ersten PGP-Schlüssel gebaut und da dachte ich, naja, 768 sagen ist genug und dann habe ich ja nur so einen langsamen Rechner, manchmal 1024 bin ich auf der sicheren Seite. Genau, und dann kam 1999 Klinkel. Klinkel ist eine ziemlich clevere Idee, da kommen wir auf die Idee, naja, wir haben ja diesen Sieb des Eratosthenes und damit kann man ja Faktorisierung machen und man könnte doch eigentlich so ein paar Sachen da drin dadurch beschleunigen, dass man sich eine Pappröhre nimmt, eine große, und auf die eine Seite irgendwie ganz viele Leuchtdioden macht und auf die andere Seite ganz viele Fotodetektoren und damit kann man halt so ein paar Kernschritte der Berechnung bei diesem Sieb richtig beschleunigen und zwar Faktor 2 bis 3. Und plötzlich konnte man zumindest theoretisch, weiß nicht, ob heute schon jemand so ein Ding
10 Wochen mit irgendwie überschaubarem Hardwareaufwand platt machen. Plötzlich wurde einigen Leuten, die gesagt haben, also 768-Bit, das reicht wirklich richtig lange, ziemlich mulmig. Weil es zwar immer noch ein bisschen Platz und man sagt, okay, das ist irgendwie jedes Bit mehr, verdoppelt den Aufwand und so weiter und so fort. Aber das psychologische Problem war natürlich, damit hatte niemand gerechnet. So. Die traditionelle Berechnungsgrundlage für so lange hält unsere Krypto ist Moore's Law. Moore's Law sagt irgendwie, CPU-Leistung steigt alle 18 Monate, irgendwie verdoppelt sich alle 18 Monate. Und es heißt auch, was ich von Intel nicht kaufen kann, gibt es nicht. Genau. Was man dabei halt übersieht, ist, dass schon immer Kryptoanalyse, Technologieforschung am äußersten Rand des Machbaren war bei den Diensten. Wenn wir uns angucken, was nötig war, um Enigma zu knacken, die haben einfach mal 1944 einen Computer gebaut. Ja, 1944. Und da war an Computer eigentlich noch nicht wirklich zu denken. Da waren Papers geheim, in denen stand, wie man Computer bauen konnte. Und könnte. So weiter und so fort könnte, genau. Das heißt, diese Leute haben seitdem nicht aufgehört. Die haben immer weitergemacht. Und Geld ist nichts, was die bremst. Geld haben die. Vor allen Dingen, wenn Krieg ist, dann haben die noch mehr Geld. So. Auch wenn der Krieg woanders ist. Und was wir halt sehen, ist, es gibt halt so ein paar exotische Technologien. So, es gibt halt so Quantencomputing, haben wir alle gehört, haben wir vorhin gehört von dem freundlichen Physiker, der uns irgendwie erklärt hat, wie man Quantenkryptographie macht. Das, naja, ist schwer vorherzusagen. Ne? Kann man schwer sagen, so wie lange wird es noch dauern, irgendwie, bis es Quantencomputer gibt. Es gibt halt Leute, die sagen, nee, also Herrgott, da müsste man vorher beamen können, bis es Quantencomputer gibt. Klingt irgendwie so ein bisschen wie Universen voller Großrechner und so. Lassen wir das. Es gibt halt sehr wenige Beispiele in der Vergangenheit, wo man gucken kann, wie lassen sich so komische Technologien, die man noch nicht recht überschauen kann, vorhersagen. Eines der wenigen Beispiele, die ich gefunden habe, ist Atomtechnologie. Ende der 30er Jahre waren ausnahmslos alle namhaften Atomphysiker der Meinung, bis man da was machen könnte, was irgendwie praktisch funktioniert, so Atombombe oder irgendwie Reaktor oder irgendein Zeug, da würde noch richtig Zeit ins Land gehen. So 10 Jahre mindestens, wahrscheinlich eher so 20 bis 30. 3 Jahre später, 1942, wurde der erste Reaktor gebootet. In den 3 Jahren dazwischen haben sie sich halt einfach richtig angestrengt und sich hingesetzt und ein paar richtig clevere Ideen gehabt. Nur wenige Jahre später wurde die erste Atombombe gezündet. Und sie haben alle grob daneben gelegen mit ihrer Voraussage Ende der 30er Jahre. Insofern, wenn mir heute ein Physiker sagt, naja, also mit den Quantencomputern, das dauert noch so lange und das ist ganz schwierig und der Aufwand, den man braucht, um einen Qubit zu machen, verdoppelt sich jedes Mal und so weiter und so fort, dann sage ich, ja gut und schön, das ist vielleicht der Stand von heute. Wie der Stand von morgen ist, wissen wir nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass jede Menge Leute, die an Quantencomputing geforscht haben, mittlerweile aufgehört haben zu publizieren. So, da gibt es halt keine Papers mehr. Genau dasselbe ist irgendwie im Bereich von schneller als Lichtsignalisierung aufgetreten. Da gibt es auch ein paar interessante Durchbrüche, die auch teilweise noch in den öffentlichen Papers zu finden sind. Aber auch da haben jede Menge Leute aufgehört zu publizieren. Das heißt, es sind nur exogene Faktoren. Ich kann da komplett daneben liegen. Es kann sein, dass es total alles Unsinn ist. Kann auch sein, nicht. So, da muss jeder sich selber seine Meinung bilden. Was ich nur sagen will, ist, seid ein bisschen misstrauisch, wenn euch jemand was von Universen voller Großrechner und irgendwie diesen Dingen erzählt. Investments in solche Technologien finden statt, und zwar im großen Maßstab. Also Quantum Computing ist vor 1,5 Jahren zum strategischen Forschungsbereich am Los Alamos National Laboratory gemacht worden. Das heißt also, die haben da so ein paar strategische Forschungsbereiche, so Atombomben, Biowaffen, noch so 2, 3 Sachen und halt irgendwie Quantencomputing. Das heißt, es ist da schon ein gewisses Interesse vorhanden, das kann man schon so sagen. Gut. So, und das heißt? Das wirkliche Problem ist, wir speichern jetzt erstmal schon mal alles. Genau. Weil genau diese Überlegung kann jeder einstellen, der ein bisschen Grips in der Birne hat. E-Mail zu speichern ist richtig, richtig, richtig billig. Jeder denkt sich, Herrgott, im Internet ist echt so viel los. Ich meine, diese Gigabyte alleine, was hier durch die Leitung blasen, okay, es kann doch kein Schwein wegspeichern. So. Und wen interessiert das eigentlich? Wer sollte das irgendwie speichern wollen? Wenn man sich einfach nur anguckt, wie groß möglicherweise der Anteil von PG
Traffic eines durchschnittlichen ISPs. Dann sieht man, dass es irgendwie irgendein einstelliger Prozentzahl der E-Mail ist, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher im Promillebereich der E-Mails, die verschlüsselt sind. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass die NSA schon ungefähr 1993, 94 Petabyte-Speicher hatte, das war vor 10 Jahren, und ein Petabyte sind 1 Million Gigabyte. Die haben sich halt selber gebaut, weil es noch niemanden gab, der sie ihnen liefern konnte. Dann kann man daraus feststellen, Kosten sind nicht das Hindernis, das haben die halt einfach getan. Und die wissen, dass Speichern lohnt. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist Traffic-Analyse, das heißt die Analyse der Begleitdaten der Kommunikation. Wer mailt an wen, wie viel, zu welcher Zeit. So, wenn ich davon richtig viele Daten habe, kann ich da jede Menge Sachen daraus rekonstruieren. Leider haben wir dieses Jahr keinen guten Vortrag dazu. Letztes Jahr gab es da ein oder zwei. Ich hoffe, zum Camp werden wir wieder ein paar haben dazu. Die zweite Sache ist, man kann eigentlich immer darauf warten, dass irgendein Problem passiert mit dem Kryptosystem. Irgendjemand wird einen Fehler machen oder es gibt einen Technologiedurchbruch oder was auch immer. So. Ja, man kann vielleicht einfach auf Fehler warten und damit rechnen, dass irgendwann mal jemand seine Software nicht im Griff hat, weil er gerade sein Betriebssystem geupdatet hat und dann das PGP nicht mehr geht und er plötzlich seine E-Mails mal eine Woche lang im Klartext verschickt. Die anderen auf der anderen Seite aber immer noch mit PGP antworten, die Idioten. Und da sie natürlich nach irgendwie RFC irgendwas quoten, kann man über Teile des Textes irgendwie schon gute Plaintext-Aussagen machen. Ja. Was daraus folgt, eine verschlüsselte E-Mail ist nicht zwingend so sicher, wie du sie abspeicherst oder verschlüsselst, sondern so sicher, wie der Empfänger damit umgeht. Ja. Dabei handelt es sich um zwei Cipher. Ich würde vorschlagen, ich mache das in meinem nächsten Vortrag, weil da kommen die vor. Also da erzähle ich was zu One-Time-Pad. Es handelt sich um One-Time-Pad-Cipher, wo sie zwei sehr typische Fehler gemacht haben und wo sie aus den gespeicherten Nachrichten viel später sehr, sehr wertvolle Schlüsse ziehen konnten. Ja. Okay. Gut. Kommen wir zur Conclusio? Sind wir da schon? Ja, ich denke. Ich wollte nochmal diesen Satz wirken lassen mit der verschlüsselten Mail. Ne? Also, ja, man muss sich schon wissen, an wen man seine Sachen schickt und was man da verschickt. Conclusio. Wir kommen dem Ende zu. Was wir damit sagen wollen, ist, Sicherheit hat eine Halbwertszeit. Sicherheit ist schon mal immer nicht total. Ich denke, das weiß jeder hier im Saal. Das predigen wir ja schon seit Jahrzehnten inzwischen. Ja, es ist nicht nur das, sondern sie hat auch noch eine Halbwertszeit. Das heißt, sie nimmt im Zweifelsfall über die Zeit ab. So. Und man muss bewussten Aufwand treiben, um dem gegen anzusteuern. Wenn man das nicht tut, ist man immer auf der Verliererseite. Und ich denke, was auch klar geworden ist, ist, weil ich eben strategische Sicherheit, nämlich totale Sicherheit und Sicherheit für immer nicht erreichen kann, egal wie lange OS2 noch supportet wird, muss taktische Sicherheit immer das Ziel sein. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, wofür mache ich denn hier gerade sichere Kommunikation? Und ich weiß natürlich, dass das schwierig ist. Ja, an einigen Stellen sich darüber Gedanken zu machen, dass das, was man gerade verschlüsselt, wie lange muss es wohl reichen und was muss es wohl alles überstehen? Ja, werde ich in den nächsten irgendwie 10 Jahren mich in einem totalitären Regime befinden oder nicht? Ja, muss ich es dagegen absichern oder nur gegen die Verjährungsfristen? Ja. Und vor allen Dingen, sind es denn die Verjährungsfristen, so betrifft es denn nur mich, was ich da verschlüssele und irgendwie sicher verwahren möchte, oder betrifft es auch noch andere? Ja, also ist meine persönliche Lebensspanne sozusagen die taktische Sicherheit für einige Dinge? Brauche ich das Zeug einfach, muss ich auf das Zeug zugreifen können? Muss ich das Zeug so lange sicher halten können, wie ich lebe? Oder länger als ich lebe? Ja, hat das was mit meiner Familie, meinem Clan oder meiner Organisation zu tun? Ich meine, es hängt halt natürlich auch wirklich immer vom kulturellen Hintergrund ab. Also ich meine, wenn wir halt also in so einer, nehmen wir mal an, so halbwegs demokratischen Gesellschaft leben, ist so eine Verjährungsfrist sicherlich irgendwie ein ganz gutes Augenmaß. Also zu sagen, okay, die Information, die ich da rein tue, irgendwie dafür könnte ich irgendwie 5 Jahre in den Knast gehen.
Frist drauf, so, also 15 Jahre sollte die Krypto bitte halten. Na, na, wer von euch glaubt daran, dass eine E-Mail, die ihr heute verschlüsselt habt, 15 Jahre hält? Hm? Immerhin einer, gut. Zwei. Gut. Ja, dann haben wir noch dieses kleine Problem, dass natürlich die, also eigentlich nicht Problem, naja doch, dass die Geheimhaltung von Entschlüsselungskapazitäten ist natürlich ein originäres Ziel von möglichen Angreifern. Ein Angreifer hat natürlich viel mehr davon, wenn du nicht weißt, wie gut er entschlüsseln kann. Das ist halt so typische Handlungsweise von Geheimdiensten, die lesen halt lieber mit, als dich irgendwie anzuklagen. Andererseits, wenn sie dich gerne anklagen wollen, sind sie auch durchaus in der Lage, aus den Informationen, die sie aus den Entschlüsselungen haben, Beweisketten gegen dich zu bauen, bei denen sie nicht offenbaren müssen, dass du etwas getan hast, was sie nur durch die Verschlüsselungsbrechung lesen konnten. Genau, dazu zwei Dinge. Erstens, nur weil du heute nicht verhaftet worden bist, heißt das nicht, dass sie deine E-Mail nicht lesen. Ja, genauso wie sie im Zweiten Weltkrieg Schiffe haben versenken lassen von den Deutschen, also die Engländer haben eigene Schiffe von den Deutschen versenken lassen, damit sie eben nicht in die Gefahr laufen, dass die Deutschen rauskriegen, dass Enigma geknackt worden ist. Ja? Und der zweite Punkt ist, shit, was war der zweite Punkt? Ja. Shit, was war der zweite Punkt? Gut. Ah, Dreck, fällt mir nicht mehr ein. Okay, gut. Ja, okay, der zweite Punkt wird auch immer geheim bleiben. Ja, wir sind soweit durch. Im Anschluss gleich, ich werde sicherlich keine lange Pause machen, gibt es noch einen kurzen Überblick über One-Time-Pad-Krypto. Jetzt weiß ich es wieder. Nämlich Generierung von Beweismaterial, ne? Dass die eigentliche Informationsquelle nicht kompromittiert, ist ein altes, oft geübtes Spiel. Wir haben da mal bei einer Geschichte, wo wir jemanden demonstrieren wollten, wie einfach es ist, in Computer übers Netz einzubrechen, haben wir mal fies geschummelt. Das kann man ganz toll, wenn man nämlich in der Lage war, irgendwie ein Windows-System mit einer Diskette zu booten, also auf das Diskettenlaufwerk zuzugreifen und in irgendwie Win32 Repair lag dann noch so eine, ihr wisst schon, diese SAM-Dateien rum, diese Pass-WD-Datei, die hat man dann mal über Nacht irgendwie entschlüsselt und dann hat man festgestellt, dass das Passwort ja super trivial ist. Und wenn ich weiß, dass das Passwort super trivial ist, dann brauche ich dem Menschen gar nicht zu erzählen, dass ich erst an seinen Rechner rangegangen bin, um da irgendwie die Datei zu klauen, sondern ich kann ihm auch erzählen, ey, habe ich übers Netzwerk geknackt mit einem Dictionary-Attack und ich kann es auch beweisen. Ja, weil ich diese ganzen Hinweise darauf, dass ich das so tun kann, ja, vorher durch irgendwie Tricks bekommen habe. Ja, in diesem Fall für Strafverfolgungsbehörden, ich knacke oder Geheimdienste, ich knacke irgendwelche Sachen, kriege dann irgendwelche Dinge raus, die ich dazu benutzen kann, um Beweise zu finden oder zu generieren, ja, die mir dann helfen, zu einer Überführung zu kommen, ohne dass es notwendig ist, zu sagen, dass man tatsächlich die Verschlüsselung geknackt hat. Schön, dass es dir noch eingefallen ist. Gut, okay. Genau. Kryptonomikon von Neil Stephenson, genau, sehr empfehlenswertes Buch zu diesem Thema. Gibt es sogar eine deutsche Übersetzung, die halbwegs brauchbar ist. Ja, gut, vielen Dank. Gleich gibt es hier One-Time-Pad-Krypto und ja. Dankeschön.